Hallo, meine Damen und Herren. Die Volvos greifen endlich durch und verteilen fette Buns und haben nebenbei auch noch ein kleines Update gekloppt, das gar nicht mal so schlecht ist. Schauen wir uns jetzt an. Let's go. Es ist eine sehr einfache Rechnung, die auch für euch Sinn ergibt, wenn ich euch erkläre, wie sie funktioniert. Gerade vorhin in meinem Livestream kam die Nachricht ganz frisch rein, dass wohl Leute gebannt werden. Es war da nur 25 Minuten alt, diese Info, und wir wussten noch nicht genau, stimmt es jetzt oder nicht. Aber so wie es aussieht, ist es tatsächlich wahr. User, die an diesen Farming-Lobbys teilgenommen haben, bekommen jetzt einen Trade-Bun für ein ganzes Jahr. Aber Obacht! Damit sind nicht diese Lobbys gemeint, in denen die Leute die Granaten geschmissen haben und später sich einfach nur abgeknallt haben. Denn das hier ist noch im normalen Spielrahmen inbegriffen. So wie sie es hier auch schon selbst geschrieben haben, es gibt keinen falschen Weg zu spielen. Also wenn du eben das Spiel und auch die Server ganz normal nutzt, so wie sie eben sind. Sobald man aber in Exploiting-Richtung geht und verbuggte XP-Lobbys aufbaut, die ganz klar nicht den normalen Servern entsprechen, sondern verändert sind, dann befindet man sich natürlich nicht mehr in dem normalen Rahmen des Spiels. Es ist das Gleiche, als wenn du sagst, ja gut, ich kann ja die ganze Zeit reincheaten, das ist jetzt ja erlaubt, weil da steht, ich kann spielen, wie ich will, und wenn ich so die XP hole, bitte, das ist, wie die Amis sagen würden, mentale Gymnastik vom Feinsten. Ich kann mir nicht den Server so zurechtschieben über gewisse Einstellungen, dass ich dann irgendwie 30 Sterne pro Stunde oder pro Spiel bekomme. Das ist eben auch der Grund, warum Leute aus diesen Lobbys nicht gebannt werden. Man hat hier ganz normal das Spiel so genutzt, wie es einem eben dargelegt wird. Man hat nichts verändert am Server, man nutzt keine externen Programme oder irgendwas. Man hat sich einen Spielmodus ausgedacht und führt den einfach durch. Wie er durchgeführt wird, ihr habt sicher mitbekommen, dass Leute in das 2-Lobbys joinen und hier nicht teilnehmen wollen und dann gekickt werden oder vielleicht sogar reported werden noch hinterher oder halt davor. Das ist natürlich fucking trash, sowas zu machen, aber es ist eben trotzdem im normalen Rahmen des Spiels. Und mir gibt es hier sogar ein ganz spezielles Feeling, nicht dieses Gekicke und Gebanne, aber dass sich Spiele etwas überlegen, wie man ein Spiel, so wie es eben ist, im Ablauf verändern kann, um irgendwas rauszuholen. Das kennt man ja auch von Souls-like-Games zum Beispiel oder einfach von diesen Dark Souls-Geschichten. Da gehen Leute mit ganz speziellen Hintergedanken an das Spiel ran und sagen, ich darf mir das zum Beispiel nicht einverleiben oder ich darf das nicht machen, um es sich schwerer zu machen. Also man modifiziert sich das Spiel im Rahmen des Spiels, ohne in eine Konsole zu gehen, da was rumzuwursteln, so dass es schwieriger oder leichter ist oder witziger. Und dann jallert man so eben rein und das ist vollkommen in Ordnung. Und das erinnert mich, wie gesagt, einfach an diese, an meine gute alte Zockerzeit vor plus minus 8000 Jahren. Da haben wir auch Spiele gehabt, die natürlich sehr limitiert waren, Singleplayer-Games oder auch Spiele, wo man dann zu zweit rein konnte. Und du hast dir aber halt irgendwas überlegt, um es witziger zu machen. Das hat bestimmt so gut wie jeder von euch schon mal erlebt, außer vielleicht die, die halt, obwohl doch, selbst wenn man noch recht jung ist und ausschließlich Online-Spiele spielt, das ist immer so. Wenn man irgendein Spiel hat, das man wirklich mag und richtig deep drin ist und was Besonderes erreichen möchte, dann macht man es besonders. Aber eben im Rahmen des verschissenen Spiels. Und natürlich könnte man jetzt anfangen und sagen, ja, aber in Theorie ist ja die Konsole ist ja auch Teil vom Spiel und die Befehle da. Aber ich hoffe doch, dass es unter normal denkenden Menschen eben nicht so ist, dass man sagt, ja, die ganzen Modifikationen, die ich machen kann, die man eigentlich nicht machen kann, aber über eine Backdoor schon, die sind noch in Ordnung. Ich sehe das zumindest so nicht und Valve auf jeden Fall auch nicht. Gerade bei einem System wie diesem hier ist es natürlich fatal, wenn Leute einfach mehr oder weniger unendlich von diesen Credits sich snacken können. Auch wenn sie jedes Mal 15 Euro ausgeben. Natürlich, jetzt hätten die ganzen Dödel kommen können, die immer behaupten, die Volvos lassen die Cheater mit Absicht cheaten. Die bezahlen die sogar dafür, weil sie mit den Cheatern noch mehr Geld verdienen. Was weiß ich für ein wirres Zeug. Wenn dem tatsächlich so wäre, glaubt ihr, die Volvos hätten das hier unterbunden? Diesen Credits Farming Simulator? Weil ihr müsst bedenken, je schneller diese Leute ihre Pässe voll machen, desto schneller können die neue Pässe nachkaufen. Die geben ein verschissenes Heidengeld aus dafür. Die Volvos würden damit tatsächlich, das würde diesmal tatsächlich stimmen, sie würden damit Geld verdienen, wenn man die User einfach farmen lässt. Denn der Gedanke liegt dann auch viel näher. Oh, ich habe schon wieder 5 Pässe voll. Ich kaufe mir nochmal 5. Aufkommen. Aber nein, man kriegt einen Bann in die Fresse. Und ich weiß nicht, ob damit auch unterbunden wird, dass man sich neue Pässe kaufen kann. Aber ich denke, selbst wenn nicht, sind die Leute wahrscheinlich erstmal so ein bisschen gestunt und sagen sich, ah, scheiße. Alles, was ich jetzt eröffne und erspiele, kann ich sowieso nicht verkaufen. Kurzum, wir alten Böcke haben alle gewusst, dass da Bans folgen. Es ist damals auch schon bei den Medals passiert. Ist noch nicht arg lange her. Da haben die Leute hier zum XP-Farmen auch den Bann erhalten, wenn sie für diese Service-Medals auf freche Art und Weise sich zu viele XP auf einmal gesammelt haben. Und jetzt kommen wir zum Update. Und bereits der erste Punkt wird einige freuen, die noch auf alten Rechnern unterwegs sind und deswegen auf Low-Graphic-Settings spielen müssen. Um diesen Leuten mehr Performance rauszuholen, werden Partikeleffekte, wie zum Beispiel die Tracer, also wenn du schießt, heruntergestellt auf Mixed Resolution. Und des Weiteren wurden Lichtartefakte im Interieur an gewissen Stellen der Maps verbessert. Alle Updates, die in diese Richtung gehen, egal wie klein sie sind, helfen am Ende das Spiel besser zu machen. Und sehr gerne könnten die Volvos genau jetzt so weiterpressen. So ist es sehr angenehm mit den Updates, würde ich behaupten. Einfach jeden Tag ein Update rauskloppen und dann sind wir ja eigentlich schon auf der Höhe von Deadlock. Weiter geht es mit dem letzten Überpunkt, und zwar Misc. Die Teammate-Farben werden direkt
dann zugeteilt, wenn alle auf Accept gedrückt haben. Somit sollte gesichert sein, dass jeder die richtige Farbe in der Pick-Bun und auch in der Warm-Up-Phase hat. Und zu guter Letzt sollten die Charms, also die Waffenanhänger, jetzt noch ein bisschen besser auf die Bewegungen der Waffe reagieren. Auch Quality-of-Life-Updates, die jetzt aber... Gerade bei den Charms sagen halt viele, das ist echt Quatsch. Naja, aber auch Quatsch soll halt so gut wie möglich aussehen. Tja, und das war's schon wieder. Ich werde heute Abend auch wieder den Stream anschmeißen. Das geht auch weiter mit dem Desert Eagle Fennec Fox Giveaway. Das ist die gesamte Woche offen. Ihr könnt die gesamte Woche reinkommen und euch Tickets holen mit euren Bubble-Dollern, die ihr sammelt, wenn ihr einfach den Stream schaut. Ich denke, ich werde heute spätestens um 20.30 Uhr starten, also am Mittwoch, den Livestream, weil dann wieder eines unserer Teams in der CS2-Liga spielt und ich das ganze Spiel casten werde. Ihr könnt also gerne vorbeikommen, beim Giveaway mitmachen und zuschauen, wie sich unsere Teams in den Dach-CS Masters so schlagen. Heute spielen übrigens wieder unsere Bubbler Kiwis. Das wird sicher eine geile Meile, kommt gerne mit ran. Ich löse jetzt noch ein Giveaway auf und dann ziehe ich durch. Und zwar gab es für euch eine MP9 Hydra zu gewinnen. Und in dem Video hatte ich euch gefragt, ob ihr euch auf das Desert Eagle Fennec Fox Giveaway freut oder vielmehr, ob das eine gute Idee ist, die Fennec Fox rauszukloppen. So irgendwie war die Frage, ist schon eine Weile her, ich muss mehr Giveaways auflösen. Andreas Schulz! Meiner Meinung nach war das ein Teaser, der mal testen sollte, wie groß das... Oh, ich muss kurz gucken. Oh, Andreas, I'm so sorry. Leider fehlt hier der Punkt mit der Diegel. Da muss ich leider nochmal einziehen. Ja, weil die Frage muss natürlich beantwortet werden. Ich finde die Fennec Fox nicht so geil. Max ist da, alles klar. Du hast somit die Hydra gewonnen. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deiner Kanalinfo deinen Trade-Link hinzu. Dankeschön. So, jetzt ziehe ich direkt durch. Wie gesagt, heute dann Livestream ab spätestens 20.30 Uhr. Ich muss gucken, wie ich es hinbekomme. Es wird wieder sehr, sehr knapp werden. Aber ja, dann startet halt das Spiel. Also dann bin ich auf jeden Fall live. Ich weiß nicht, ob ich es davor schaffe. An dieser Stelle noch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer. Ich hoffe, es gefällt euch hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Und bis gleich im Stream. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf